Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ein Herzensthema, warum Geld nicht glücklich macht und was zu wahrem Glück hilft oder verhilft. Auf geht's zu diesem Video. Und zwar habe ich viele Leute, Bekannte, Freunde und Co., die natürlich von außen immer auf das eigene Leben drauf schauen oder auf mein Leben, auf andere Leute's Leben und sagen, ja, du musst ja wahnsinnig glücklich sein bei dem, was du dir geschaffen hast. Und damit meinen die natürlich meistens das Geld oder die finanziellen Möglichkeiten, die man hat. Aber es ist nachgewiesen, es gibt echt viele, viele tolle Bücher dazu, warum Geld überhaupt nicht zu Glück verhilft. Jeder kennt die Stories, die überall rumkursieren von Leuten, die halt Millionär geworden sind durch Lottospielen, durch Erbschaft und Co., Multimillionäre und nach 3 Jahren wieder pleite sind. Gut, ist wahrscheinlich einiges mit Dummheit daraus zu tun, auch nicht alle Geschichten verlaufen so, aber doch viele. Denn was machen die Leute falsch? Die gehen hin und kaufen sich dann erstmal einen fetten Ferrari, weil sie sagen, jawohl, das wollte ich immer schon haben, damit gewinne ich Ansehen und bin endlich glücklich. Oder das dicke Haus und die Tausende von Reisen oder irgendwas. Aber was verhilft wirklich zu Glück? Und das ist simpel, das sind 3 Dinge, die zu echtem Glück verhelfen. Das eine sind Erlebnisse, persönliches Wachstum oder Weiterbildung und etwas zurückgeben. Auf die 3 Sachen würde ich gerne mal eingehen mit euch. Sich persönlich weiterentwickeln, würde ich mal als erstes nehmen. Jeder kennt das vielleicht noch als Kind. Wann war man besonders glücklich, wenn man es geschafft hat, mit dem Fahrrad zu fahren oder auf den einen Baum drauf zu klettern oder beim Sportfest so und so gut abgeschlossen zu haben oder eine gute Note geschrieben haben und Co. Da kann sich jeder noch an solche Erlebnisse erinnern und weniger vielleicht an das Geschenk, was man dann bekommen hat oder eine finanzielle Zuwendung und irgendwas, sondern einfach, ja, ich habe es geschafft, ich habe mich weiterentwickelt, ich bin besser, als ich vorher war. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung und sich persönlich weiterzuentwickeln unfassbar wichtig, weil das zu echtem Glück verhilft. Man sagt immer so schön, ein Baum, der nicht wächst, der stirbt. Und so tickt auch der Mensch. Wann sind alte Leute zum Beispiel, wenn sie auf einmal in die Rente kommen, nichts mehr zu tun haben, keine Lebensaufgabe und sich dann nicht weiterentwickeln, wie schnell der körperliche Verfall dann einsetzt. Und dann gibt es andere Leute, würde ich jetzt mal als positives Beispiel den Rüdiger Neberg nennen. Das ist so Survival heißt er. Ist leider gestorben. Mitte 80, eine unfassbare Energie und hat in seinem Leben immer viele, viele, viele Dinge noch vor, die er einfach erledigen wollte. Er hat sich zum Beispiel zum Schluss ganz doll eingesetzt gegen die Beschneidung der Frauen in Afrika. Und ich habe den auf mehreren Vorträgen besuchen dürfen, auch schon als Kind, war ich mit meinem Vater damals da gewesen. Er hat auch tolle Bücher geschrieben und war immer ein großes Vorbild für mich. Und ich hatte letztes Mal Gelegenheit, mit ihm persönlich noch zu sprechen. Und dann sagte er, ich habe noch so viel vor, das Blöde ist, ich habe nicht mehr genug Zeit. Und man sah, war gegenüber von diesem Mann, Mitte 80, und andere sind dann gefühlt schon 10 Jahre tot, mit einer Energie, mit einem Tatendrang, was ihn wirklich einfach lebendig und glücklich halt auch gehalten hat. Der wollte also bis zum Schluss wachsen, immer wieder neue Sachen schaffen, umsetzen. Und dabei ist es egal, ob es nur für einen persönlich ist oder wie in seinem Fall zum Schluss irgendwann zu sagen, was kann ich denn Positives auf der Welt verändern? Also das Erste ist persönliches Wachstum, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht einfach mal hingehen selber, so als kleinen Anreiz, zu überlegen, habe ich denn viele Ziele in meinem Leben oder wo kann ich noch wachsen und was möchte ich verbessern? Weil das führt wirklich zu Glück. Das Zweite ist zurückgeben. Und wie lassen sich solche Berufe wie Pflegeberufe in Altenheimen und Co. erklären oder auch der Dienst im Staat als Polizist, Feuerwehrmann, meinetwegen auch Soldat und Co. oder Leute, die auch einfach nicht gut bezahlt in manchen Jobs sind, die aber sehr sozial sind. Was die Leute darin hält, ist das gute Gefühl und das wirkliche Glück, was sie dadurch erfahren, dass sie etwas zurückgeben, dass sie Leuten helfen, dass sie Leute unterstützen können. Jeder kennt das vielleicht mal selber, wenn man Kinder zum Beispiel hat. Es ist so ein tolles Gefühl, dem Kind das Fahrradfahren beizubringen oder mit dem Messer umzugehen, um zu schnitzen oder rauszugeben. Also etwas zurückgeben an diese Gesellschaft. Und das ist ein großer Glücksfaktor. Und das sind solche Sachen, die so wichtig sind, aber einfach vergessen werden, heutzutage in dieser Gesellschaft zu schauen, wo kann ich persönlich etwas zurückgeben und nicht nur, wo kann ich was nehmen oder wo ist für mich der nächste Vorteil dran. Denn alle laufen Statussymbolen hinterher und denken, das verhilft wirklich zu Glück. Aber das ist einfach nicht so. Und das Dritte sind Erlebnisse. Und da ist mir interessant, jetzt zum Beispiel nachzudenken, als Kind, an was erinnere ich mich, an welchen Geburtstag und an welches Geschenk
Oder erinnere ich mich an das Erlebnis mit dem Geschenk? Erinnere ich mich wirklich an das erste Fahrrad, was ich geschenkt bekommen habe? Oder wie ich mit dem Fahrrad die Straße runtergefahren bin, über den Bordstein gesprungen, zum Kaugummiauto gefahren bin, Kaugummiautomaten oder meine Freunde mit besucht haben. Das heißt, wir erinnern uns an Erlebnisse und Erlebnisse führen zu wahrem Glück. Denn wenn man einfach jetzt mal schaut, was habe ich in der Vergangenheit erlebt oder Erlebnisse gehabt, sind das Dinge, über die man, ja, von denen man jahrelang zehren kann. Wir haben so Touren, so Survival-Touren, die wir machen. Dann habe ich immer auch Leute, die mich nach 5 oder 10 Jahren noch anschreiben und sagen, boah, was war das für eine coole Tour damals, können wir die nochmal machen? Und weil das etwas ist, was wirklich für echtes Glück sorgt. Das sind also die drei Dinge, etwas zurückgeben, Erlebnisse und persönliches Wachstum und halt überhaupt nicht der finanzielle Erfolg oder etwas. Ich kann das natürlich verknüpfen, so wie bei mir. Ich habe die absolute Freiheit, an meinem Unternehmen zu wachsen. Ständig kommen neue Aufgaben, ständig gibt es neue Kooperationen. Aber ich kann natürlich auch dahingehend zurückgeben, also etwas weitergeben, indem ich Kunden, die da neu anfangen, unterstützen kann, auf ihrem Weg ihr Geschäft erfolgreich zu betreiben. Deswegen bin ich bei mir absolut happy und fülle mein Glückskonto auf mit meinem Unternehmen. Ja, ich verdiene wirklich gutes Geld dabei und baue ein tolles Unternehmen auf. Aber das ist nicht das, was einen glücklich macht und auch nicht das, was mich antreibt. Also vielleicht ein Video zum Nachdenken, was macht Geld glücklich? Nein, tut es nicht, sondern welche drei Dinge sorgen für echtes Glück? Und das sind halt Erlebnisse, persönliches Wachstum und etwas zurückgeben oder weitergeben an die nächsten Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es kurz und knackig war, aber das wollte ich immer mal loswerden, weil viele Leute mich immer fragen, du musst aber echt happy sein mit dem, was du aufgebaut hast. Ja, bin ich, aber nicht aufgrund des finanziellen Erfolges, sondern einfach aufgrund dieser drei Dinge. Vielleicht jetzt einfach mal hingehen, überlegen, was für ein cooles Erlebnis kann ich mit meinen Freunden, Familie und Co. oder auch vielleicht nur alleine mir einfach mal gönnen, wo kann ich etwas zurückgeben und wo kann ich persönlich wachsen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Otto.